Wie viel wissen Sie über diese Krankheit? Sie ist nicht heilbar. Das stimmt. Aber betrachten Sie doch mal unseren medizinischen Status. Die Fortschritte. Es ist ja nicht so, als würden wir noch im Mittelalter leben. Sie kommen eine Woche ins Krankenhaus. Dort werden Sie gut, richtig und professionell eingestellt. Und dann können Sie gut selbst damit umgehen. Umgehen? Alles wird gut. Sie denken jetzt, Ihr altes Leben ist weg. Aber das sehen Sie falsch. Sie müssen es nur etwas anders handeln. Sagen Sie das allen Leuten, denen Sie gerade offenbaren, dass Ihr Leben am Arsch ist? Herr Phillips, Ihr Leben wird nicht anders sein. Sie müssen nur auf ein paar Kleinigkeiten achten. Kleinigkeiten? Das sind keine verdammten Kleinigkeiten. Herr Phillips, Sie sind dafür verantwortlich. Sie entscheiden, wie Sie damit umgehen. Es kann leicht und einfach gemacht werden oder schwierig. Nun, ich sage mal schleppend. Es ist allein Ihre Entscheidung. Viele Menschen haben diese Krankheit. Und ja, sie ist nicht heilbar, dafür gut behandelbar. Nichts Chronisches ist gut behandelbar. Sie täuschen sich. Die Konditionen haben sich längst verändert. Die Diskrepanzen, die Sie sich ausmalen, existieren nicht mehr. Sie müssen in Zukunft nur etwas mehr auf sich selbst Acht geben. Sie werden sehen. Sobald Sie aus dem Krankenhaus kommen, sobald Sie wissen, wie alles läuft, werden Sie alles ganz anders sehen als jetzt. Und das bisschen Blut und Nadeln, das ist ja auch nicht so schlimm. Danke fürs Abholen. Schön, dass du plötzlich wieder sprechen kannst. Ey, ist schon okay. Ich weiß schon, dass du gerade nicht in bester Stimmung bist. Am Anfang habe ich mir echt Sorgen gemacht. Ach Quatsch, das musst du nicht. Ich bin nach wie vor derselbe Tom. Klar, das will ich hoffen. Dann tu aber auch nicht so. Tu nicht so, als würde diese Krankheit jetzt alles verändern. Beziehungsweise dich verändern. Und vor allem nicht, als würde sie unsere Freundschaft irgendwie in Gefahr bringen. Was laberst du denn für eine Scheiße, Lana? Du kennst mich doch, oder nicht? Ja, seit der ersten Klasse. Und genau diesen Tom, den ich seit der ersten Klasse kenne, mit dem ich so viel Gaga und Blödsinn gemacht habe, den ich respektiere und den ich liebe, den will ich nicht verlieren. Yeah.
weg, Digga. Ah. Hm. Hm. Und das musst du jetzt die ganze Zeit machen? Alle 4 Stunden. Auch nachts? Alle 4 Stunden. Scheiße. Gibt's keine Heilung dafür? Alter David, was verstehst du denn chronisch nicht? Entschuldigung. Dafür habe ich jetzt einen Behindertenausweis. Und bringt der was? Ja. Auf jeden Fall keine Heilung. Ja, hier. Kommst du da hoch mit deinem Behindertenausweis? Du bescheuert, Alter. Behindertenausweis mal erst. Halt mein Bier. Ja, halt. Halt. Komm hoch, Digga. Mach kein Drama draus. Nö. Pussy. Hackt. Hey, alles gut? Alles gut? Ja, alles gut. Bist du sicher? Ja, Mann. Digga, willst du nicht deinen Blutwert mal checken oder so? Bist du jetzt Arzt oder was? Oh, sei die Fresse. Ja, früher war auch besser, oder? Billiges Bier war einfach schon immer billiges Bier. Aber weißt du was, Mann? Wenn was gut ist und funktioniert, dann sollte es auch einfach mal so sein. Und nicht auch noch im Preis als zusätzlicher Gewinnfaktor X obendrauf geschlagen werden. Aber natürlich können sie sich's erlauben, weil wir darauf angewiesen sind. 99% der Menschen sind verdammte Idioten. Guck doch mal bei Facebook rein. Jeder Vollspaten ist neuerdings Experte oder Profi für alles. Alle sitzen da vor ihrem scheiß Smartphone und posten irgendeine vermeintlich weltverändernde Scheiße, weil sie genau wissen, dass ihr Leben großteils einfach nutzlos ist. Aber durch diese Scheiße simulieren sie sich irgendeine haltlose Kacke in den Kopf und projizieren sich selbst irgendeine Bedeutung in ihr Leben. Aber keiner hat mehr die Eier in der Hose, wirklich was zu bewegen. Mann, Digga, diese Heuchelei, diese scheiß Doppelmoral, das kotzt mich alles so an. Manchmal glaube ich wirklich, dass alles mal wieder richtig den Bach runtergehen muss, im Chaos versinken.
dass alles mal richtig vor die Hunde gehen muss. Und dann irgendjemand aus Schutt und Asche wieder anfängt, was Brauchbares, was Funktionelles zu schaffen. Aber hier, Space Jam. Space Jam ist ein richtig guter Film gewesen. Space Jam? Ja, Mann, die Aliens, die Nerdlucks, die den NBA-Profis die Fähigkeiten klauen. Das ist ein astreines Gleichnis für die ganze Welt. Überleg doch mal, warum geht's uns gut? Weil es anderen scheiße geht. Dadurch merken wir doch erst, dass es uns gut geht. Daraus schöpfen wir unser Glück, unsere Fröhlichkeit und den ganzen Scheiß. Komm, komm! Ring drauf. Alter, bist du schwer. Kinokampf der Weg. Alter, mach mal ein bisschen Sport, Digga. Wollen oder was? Mensch, was denn? Jetzt hängst du jetzt kein Bier mehr, oder? Ja. Ja, du weißt doch, dass ich es gut meine, oder? Weiß. Ja, Mann. Scheiße, nimm mich auch mit. Ich versuch doch nur, dich irgendwie dir ein gutes... Keine Ahnung, Mann. Ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Das sieht nicht gut aus, Herr Phillips. In den letzten 2 Quartalen haben Sie schon zu viele Medikamente beansprucht. Das übersteigt den Etat. Und warum helfen Sie mir dann nicht? Das versuche ich. Ja, aber Sie verschreiben mir nicht mehr Medikamente. Hören Sie, Herr Phillips, ich will Ihnen helfen. Aber Sie kennen das Quartalspensum. Und darüber hinaus wissen Sie, glaube ich, was passiert, wenn die Werte nicht gut sind. Ich messe jede Stunde und trotzdem ist alles scheiße. Jetzt hören Sie mir mal zu. Sie können diese Krankheit gut behandeln. Mit Medikamenten. Ja, und wo soll ich die hernehmen? Was ist Ihnen lieber? Richtig krank sein und daran zugrunde gehen? Oder etwas in Ihre Gesundheit zu investieren? Das System tötet Menschen. Das ist doch völliger Blödsinn. Nein, ist es nicht. Entspann dich einfach mal, dann wird auch alles besser. Die wollen mich nicht heilen. Die wollen mich nicht heilen, verstehst du das nicht? Die machen mehr Profit mit meiner Krankheit als mit meiner Gesundheit. Bitte. Mein Arzt hat es mir gestern genau so gesagt. Ich bin denen scheißegal. Tom, bitte. Die wollen nur mein Geld, Mann. Ich bin denen scheißegal. Geht's noch? Nutzen und zerstören. Hätte mich auch gleich töten können. We'll be right back.
So geht das nicht. Sie kosten uns jedes Quartal. Und das erhöhte Pensum wirkt sich doch überhaupt nicht besser auf Ihre Werte aus. Ich sehe doch die Berichte. Sie gehen jetzt bitte. Herr Philipps? Ja, ich kann mir vorstellen, dass es Ihnen nicht so gut geht. Hm? Ja. Ja, aber Sie müssen verstehen, dass ich auch gewisse Vorgaben habe, an die ich mich gehalten habe. Ja. Ja, das tut mir wirklich leid. Hm. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Das geht so nicht. Sie kosten uns jedes Quartal. Und das erhöhte Pensum wirkt sich doch gar nicht besser auf Ihre Werte aus. Mein Name ist Tom Phillips. Und ich bin krank. In diesem Scheißsystem kann ich mir meine Behandlung nicht leisten. Da schicken Leute zum Mond. Warum Staudämme so groß wie Berge, Riesenhäuser, Wolkenkratzer? Und trotzdem gibt es immer noch eine Sache, die alles überwiegt. Eine Scheiße! Die Stärke ist das Vertrauen und Verständnis und vor allem Gesundheit. Oder vielmehr die Heilung. Ihr wisst, was es ist, ne? Hier. Nimm das! Und was ist es? Geld! Es ist das Scheißgeld! Immer Profite, Profite, Profite! Und Gewinne und... Waffen verkaufen, Krieg noch und Geld verdienen, mit dem Leid anderer. Statt mal irgendwo in den Frieden zu investieren, ne? Nein. Das Problem muss immer bleiben. Warum? Weil es Profite bringt. Es bringt Geld. Leute können sich bereichern. Ist geil, ne? Wenn andere Leute Probleme haben, wird es anderen besser. Ja. Heilung ist Ziel, keine Sau. Das Problem muss bleiben.